Jede Menge Mittelfinger. Ja. Kann ich noch, weil gestern warst du noch 3 Blöcke tief? 4 Blöcke? Ja, und dort bin ich jetzt schon etwas tiefer. Ja, ich weiß nicht, ob ich irgendwas vergessen habe, aber grundsätzlich... Ja, wartet mal am Flughafen auf mich. Oh, jetzt müssen wir wieder zurücklaufen. Das ist aber schon weg. Vor allem weiß ich nicht, wie wir von hier aus wieder da hochkommen. Hinter der Schaffarm ist eine Leiter. Da müsste eine Treppe oder sowas sein. So, ich bin hier tatsächlich fertig. Hip hip. Hurra. Ne, noch nicht ganz. Da ist noch eine Reihe. So. Diese Frauen. Nein, runter. Du mal ganz kurz die Luft anhalten. Das war mit Sicherheit Luna, nicht ich. Ich hab jetzt gar nichts gemacht, ey. Ich hab nichts klein. Ich hab auch nichts gemacht. Ich stehe an den Flugzeugen und es wird Nacht, lieber ihr. Und so schön du ja immer dafür sorgst, dass wir alles haben, Betten leider nicht. Ja. Aber hier ist es relativ monstersicher sogar. Ich habe gut ausgeleuchtet. Das da. Was ist das? Das da, das ist ein Turm. Was für ein Turm? Das ist ein Turm. Was soll das okay. sonst sein? Die Keule da. Sieht so eine, wie so eine Samba. Ja, ja. So, jetzt wartet mal kurz. Also das hier sind auch noch Klohäuschen, also. Es regnet. Mal wieder. Ja. Übrigens, in jedem Flugzeug sind ja auch noch Toiletten. Also, kommt mal mit, hier zu mir, zu den Klos. Also, willst du damit sagen, wenn jemand von deinen Gästen auf die Toilette muss, muss er ins Flugzeug? Ja. Hier, Klo benutzen, Klospülung betätigen. Wait first. Du darfst dich zuerst die Klo runterspülen. Nochmal benutzen, wieder anschalten. Tina, du auch? Mhm. Ich falle! Oh, ihr könnt das Klo auch gerne wieder verlassen. So, Jan, guck mal raus. Ja, es regnet. Im Flugzeug. Ich seh nix. Ist alles grau in grau. Ja. Komm mal ins Cockpit. Ja, ich bin im Cockpit. Stell dich. Oh. Das ist ja cool. Das wusste ich auch noch nicht. Hab mich versteckt. Mach die Knöpfe was? Das ist alles nur Zierde. Alles nur Deko. Das Cockpit hier für die Stewardessen. Dann hier Handgepäcksfächer oben. Es geht nicht zurück, Iro! Ich weiß, der ist noch kaputt. Ganz unten gibt's sogar die Gepäckablade. Also die Flugzeuge haben ja schon einiges an Zeit gekostet. Stecken wir da auch wieder einer fest. Ja. Ich repariere mal das Klo. Du musst sagen, deine Häuser sind ziemlich runde. Ja, ich versteh's nicht. Ist wahrscheinlich nur Deko. Das ist oben halt Stufen verbaut. Ja. Ja, nach dem Upgrade kann das Problem sein, dass sie jetzt ganze Blöcke erkannt werden. Ja, aber auch durch die ganzen Blöcke regnet es durch. Ja, es zieht sich dann von oben nach unten durch. Ja. Okay, ich bugge jetzt. Oder auch nicht. Jetzt darf ich wieder. Okay. Um wieder runterzukommen, müsst ihr einfach nur das Klo benutzen. So, jetzt ist aber hoffentlich endlich mal alles hier gefixt. So, meine fröhlichen Gefährten. Wenn ihr noch wollt, ich meine, es ist jetzt ja schon fast 10 Uhr, könnten wir uns eine Stelle suchen, wo wir ein kleines Dörfchen für Organized Confusion am Stadtrand errichten. Wir wollten doch mal die Wolkenstadt uns anschauen. Okay, wo ist Kascha?
Ciao, Tascha. Tascha, du musst wieder die Klospülung betätigen. Ich bin da. Aber mal ganz ehrlich, ein Klo als Teleporter ist doch auch mal was. Von irgendwoher kenne ich das. Der ist eine Telefonzelle. Ja. Was? So, alle da. Wolkenstadt, ich weiß, wo es lang geht. Folgt dem Iro? Ich geh mal ein Pipi machen. Hoffe, du weißt, wo es lang geht. Jan, du musst laufen. Ah, geht das nicht von selbst? Hinter den anderen her. Falsche Richtung. Und dann? Oh, Jan. Bleib bei Tina. Ich dachte, du wolltest die Wolkenstadt sehen. Ja. Jetzt bin ich extra zurückgelaufen, um dich abzuholen. Wo bist du denn? Hier! Guck! Ja. Es ist alles grau und neblig. Nass. Ja, ich weiß nicht, wie oft ich heute das Wetter schon auf Clear geschaltet habe. Bin gleich wieder da. Irgendeiner von euch hat den Regen in meine Stadt gebracht. So. Autsch. Oh, Ocelote. Au. Ja, das ist hier ein Dschungelbiom irgendwie, die spawnen hier. Oh, Baby Ocelote. Ist das wirklich Ocelote? Mhm. Ja. Weil die eine Unsäcke gefunden hat, hole ich mir auch solche. Können die teleportieren? Nein. Die musst du dann per Hand nach zurückbringen. Das hier ist übrigens mein Arbeitsamt. Dein Arbeitsamt? Ja. Wo, da drin? Hm? Da drin? Da drin. Da drin. Warum willst du jetzt zum Arbeitsamt gehen? Als ich mal wundern, wie du das gemacht hast. Naja, Bürogebäude muss ja auch sein. Und wie gefällt euch denn meine Welt bisher? Einfach nur super. Jo. Nein, aber auch. Hey, der Lavabrunnen, hier waren wir doch schon. Das war früher mal der Stadtkern. Als ich mit der Stadt angefangen habe. Das hier war mal meine Mine. Ist dein Feenhäuschen, wie wird's Tina genannt? Feenwald? Feenwald? Spiel kennt. Boah, krieg ich grad schlecht Luft. Wer nicht gemacht hat, sich gemacht. Ach ja, unten rum. Und wieder weiter. So, zu der Zeit, wo ich es gebaut habe, gab es noch keine. Weg hoch. Doch hoch. Na, yeah. Unten durch und dann hoch. Also, okay. Der ist auch noch kaputt hier. Was ist kaputt? Ach, der hat nicht richtig angeschlossen. So. Oh je, hier die Fenster sind ja auch noch alle kaputt. Welche Fenster? Ne? Links. Nicht bis ganz oben, nur so drei Ebenen bevor ganz oben. Zu der Zeit gab es noch keine Wasseraufzüge, deshalb habe ich es mit Ranken gemacht. Wo der Zaun ist oder noch höher? Wo der Zaun ist. Ah, ja. Da ist ja dann der Weg. Nee, noch höher. Das werde ich demnächst mal durch ein Wasser aufersetzen.
Ich glaube, einer noch. Hier. Ja, ja, nee, hier. Nee. Hier aussteigen. Und vorsichtig. Böcke vergessen? Wo? Nein, weil du sagst vorsichtig. Ja, ich sag nur vorsichtig, okay. Weil man hier schnell runterfliegt und dann knallt man runter. Solange man das Wasser trifft? Ja, solange man das Wasser trifft, hat man Glück. Habe ich hier ein paar Häuser draufgesetzt. Hey, Eis, juhu! Oh, naja, die Wolken stellen sich dann doch etwas anders aus. Ich mache mir nur gerade Gedanken. Oh, wie sind die da? Passt nur auf den Eisflächen auf hier. Die sind halt rutschig. Er muss aber auch Eis benutzen hier. Ich extra. Ich habe da noch gerade etwas von oben gesehen, das gefällt mir nicht. Ich werde mal kurz hinfliegen. Ich glaube, da ist auch noch was kaputt. Das wäre dann das zweite Mal, dass mir mein Baumhaus abbrennt. Aber bisher sieht's nur... ja, da ist irgendwas abgebrannt. Und das trotz Fire Protection... Sehr seltsam alles. Oh Gott. Was ist das? Was ist das? Ich rutsche hier gekommen. Dann hör auf damit. Bitte, ich habe gehört, du alles hast alt. Wolltest du mich gerade runterschubsen? Komm her. Ganz ehrlich, Jan, das will doch jeder dich runterschubsen. Oh oh. Ah! Was hier? Box. Oh nein, nein, nein! Nein. Wasserfeld! Ich hab nichts gemacht. Nee, da war keine Eisfläche mehr. Aber er wird auch nicht alles mit Eis machen. Nein, er lässt ja auch noch. Oh. Ja, so. Dann lässt er einfach mal dazwischen irgendwie mal. Oh, dann lassen wir jetzt mal einen Block weg. Kommt hier irgendwann bestimmt mal die Luna vorbei und kann da runterfallen. Ach ja. Ich bin immer noch mal gleich 2-3 Minuten immer mal wieder zwischendurch AFK. Ich mach mir gerade noch was zu essen. Essen. Mhm. Aber ja. Das Schöne ist, ich hab noch alles an. Ja, ja. Hier ist ihr? Inventory Protection. Aber in der Wolkenstadt. Ich werde den Weg dahin nicht finden. Ich teleportiere dich einfach zu Tina. Wie geht das denn? Ich stehe immer noch am Flughafen. Da. Hi! Hallo, warte, ich sehe noch nichts. Hallo. Du hast was verpasst, Tina. Oh, das denke ich mir. Mein freien Fall. Aber ich. Also hier geht's runter. Also wir können hier runtergehen. Ich war Pipi und ich habe Hunger. What to Ashen? Ah, ich muss noch. Rollt Röcken. Aber da bin ich halt getrunken, bis ich unten bin. Dann streck den Kopf raus. Das, warum hast du es nicht deine, so gemacht wie ich? Das ging ganz schnell. Deine Kathedrale sieht geil aus von unter Wasser. Ja, ich finde sie halt nur inzwischen etwas schmal. Ich hätte es gerne breiter gebaut, aber da war halt kein Platz mehr. Er hat ja auch sonst keine Blöcke mehr hier rundherum zur Verfügung. Aber ich habe da angefangen. Ich glaube, der Friedhof hier oben ist nicht.